So, guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Wieder eine Tour. Ich bin jetzt hier unten im Frinstal, an der Frinstalmühle, Parkplatz. Das ist im tiefen Grund. Und mich hat in einem vorhergehenden Video hatte mich irgendjemand auf die Idee gebracht, Speisekammerstiege am Begangsteig. Ja, nun bin ich ja am Hohensteiner Plateau. Ich bin schon im Begangsteig gegangen. Dachte, na gut, das wird es gewesen sein. Das ist eben auf der Bollenstalseite. Nee, auf der tiefen Grundseite gibt es noch einen. Und den werden wir jetzt mal ablaufen, denn da soll es eine schöne Stiege geben, eine sogenannte Speisekammerstiege, also durch die Speisekammer. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Zwei Begangsteige, es muss wahrscheinlich ein großes Begängnis sein, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen, ein bisschen Natur und dann werden wir mal weitersehen. Oh, hier blüht schon wieder wie blöd. Bis später. Nee, ich wär blöde. Warum greife ich gerade die Kamera, wo man alles mit der Hand anstellen muss? Nee. Ja, das ist der tiefe Grundweg. Hier unten ist der tiefe Grundbach. Drüben die Straße ist die Sense, also die Querstraße Bad Schandau-Hohenstein, die ist zurzeit gesperrt. Hier hoch geht es zur Frinsteinhöhle oder Frinsberghöhle. Das werden wir vielleicht auf dem Rückweg machen. Wir bleiben jetzt erstmal hier, müssen wieder runter. Und irgendwo endet es dann am Aufgang Brandstufen. Wir werden mal sehen. Für mich ist es so alles neu. Ich laufe mit Navi. Weiter geht's. Das ist doch ein Weg. Und selbst für einen Hauptwanderweg still, ruhig, romantisch. Irgendwo dort hoch geht's dann. Frühstück von der Eule. Oder weiß aber ja was. Ja, große Baustelle hier. Sieht so aus, als würden sie die Bushaltestelle befestigen. Denn hier ist das Elende abgepfiffen. Beim richtigen Regen. Die Straße scheint doch nicht gesperrt zu sein. Es kommt gerade wieder einer hochgeduckert. Ja, und wir folgen weiter dem blauen Strich. Da im Hintergrund. Die Treppen hoch. Ja, Leute, hinter mir ein Teil der Brandstufen. Eine der längsten, wenn nicht die längste Treppenanlage der Sächsischen Schweiz. Egal, dort müssen wir aber noch ein Stück hoch. Aber wie gesagt, ein Stück hinter mir, drehe mich mal hier, das ist der Frinsberg. Und hier kaum zu erkennen. Auf dem Navi ist er aber schön eingezeichnet, ist ein Weg. Und den werden wir dann vielleicht zurückzugehen. Wie sehe ich überhaupt aus? Cool, ne? Berufsverbot der Friseure, das ist so. Ja, wollen wir nicht weiter drüber diskutieren. Gucken wir mal weiter. Und noch ein paar Stufen. Was habe ich mich wieder eingelassen? Thank you.
Hey, auf was habe ich mich hier eingelassen? Da sind ja die Schwedenlöcher und Spaziergang. Puh, außer Puste. Auch wenn die Beschilderung hier fehlt, die kommt später. Das ist eine Sackgasse. Den Weg kann man aber gehen, ein Stück. Da kommt man unterhalb der Brandscheibe an. Wenn wir dann vielleicht heute doch noch bis zum Lokal kommen, gucken wir uns die Brandscheibe nochmal von oben an. Ja, dieselbe Stelle nochmal, andere Seite. Die Treppe komme ich vielleicht mal runter. Hier im Hintergrund zu sehen ist der Übertritt. Da geht der andere Begangsteig los. Wie gesagt, ich kenne den Begangsteig, den bin ich schon gegangen. Der geht vom Halbendorfer Grund aus bis runter zum Neuweg auf der Polenstalseite. Und der hier ist mir neu. Mich hat halt jemand angesprochen bei YouTube. Und jetzt gucken wir es uns mal an. Das war ursprünglich mal den Weg. Ja, hier war vor Jahren mal eine Bergrutsch. Wenn wir mal sehen, sieht so aus, wie dort über die Birke drüber weg. Ein bisschen Bese ist es. Aber wir können es nicht ändern. Ja, also wer diesen Weg immer gehen will, der sollte sehr trittsicher sein. Vor allen Dingen gut, er ist schmal, aber dann noch die vielen Wurzeln, da kann man schnell hängen bleiben. Und die finden für Kinder nie unbedingt geeignet, denn hier einen Schritt daneben, einmal ausrutschen. Das könnten um die 20 Meter sein bis zum nächsten Absatz. Das reicht vollkommen. Ja, selbst vom feinen Porzellan wurde hier gepicknickt. So, kurze Frühstückspause, wenigstens Apple, was trinken. Ja, ich sehe jetzt gerade hier, wo ich hier sitze, für euch wird es schlecht zu sehen, deswegen drehe ich die Kamera ohne eine Stromleitung. Die Stromleitung hatte ich mir mal belesen, das ist eigentlich jetzt hier unten auf der Straße den Einstieg in die Speisekammerstiege zu finden. Wo man in der Nähe ist dann auch das Sensenzeichen bzw. die Radstube. Ich werde das auf jeden Fall, naja, was heißt auf jeden Fall, ich denke, ich werde es dann noch einmal suchen. Wir sind ja jetzt schon oben drinne, wir gehen das obere Stücke. Das werde ich hoffentlich finden. Ja, und für euch viel Spaß. Und dann machen wir weitersehen. Ja. Unten ist die Straße zu sehen. Überall Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ich vermute, die machen eine komplette Mauer. Die wird hinüber sein beim Grundbach. Und dann wird es wohl noch ein paar Jährchen dauern. Ja. Ich bin ja nur noch runter vom Wanderweg. Und bin jetzt auf dem Begangsteig, also vom offiziellen, vom großen Wanderweg. Und bin jetzt auf dem Klettersteig. Wenn man so will, Zugang zu Kletterfelsen. Ich habe weder auf dem großen noch jetzt überhaupt jemanden getroffen und auch der Parkplatz war leer. Ich weiß nicht, was heute hier los ist. Als ich auf der Herfahrt war, die anderen Parkplätze, die waren zum Teil voll. Von hier bin ich jetzt gekommen. Ich lasse es laufen. Da dauert es immer ein bisschen länger. Da unten ist ein Weg zu sehen, wo dieser zerdröselte Holzhaufen liegt. Das ist der untere Teil der Speisekammerstiege. Hier kommt man hoch. Wenn man unten
über die Straße vom tiefen Grund über den Bach geht und einsteigt. So, und in die Richtung ist jetzt hier die Speisekammer. Und hier werden wir jetzt einfach mal weitergehen und haben da Dinge, die da kommen. Ich hoffe, die Wege sind angezeichnet. Das Navi, naja gut. Wie immer, naja gut. Ja, leider. Die Speisekammer sieht aus wie Speisekammer für einen Borkenkäfer. Kann man wirklich nicht machen. Aber das ist ein Sturmschäden. Und hier wird sich schlecht wegräumen lassen. Wir sind ja auch in der Kernzone, da wurde eh nicht weiter gemacht. Okay. Ein bisschen steil. Hier unten sind ein paar Zechen. Man soll sich links halten. Und jetzt geht es hier irgendwo hoch. Wie ich hier hochkomme, weiß ich noch nicht. Und dann dort oben irgendwo durch den Spalt durch. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall die Kamera auch direkt in den Rucksack packen. Hier brauche ich schon beide Hände. Bis später. Naja, ich werde das mehr schaffen. Ich weiß es nicht. Ja, wir sehen, und ich rutsche vom Arsch wieder runter, dreckig bin ich sowieso. Oder ich probier's. So Leute, oben. Da ging's hoch. Aber fragt nie um welchen Preis. Erstens und zweitens. Ja, genau so. Genau so. Und woran liegt das? Woran liegt's? Ganz einfach meine eigene Blödheit. Ich war fast oben. Ach, Anspannung weg. Es ist Dreck hier drin, wie Sau, Fuß abgerutscht. Und wummdich, auf die Knie geknallt. Und schön an der Kette runtergerutscht. Meine Pfoten sind aus, ich blute wie Sau. Weil die Kette ist ja nur auch ein rostiges Etwas. Naja. Aber das müsste es mir laut Werkbeschreibung gewesen sein. Jetzt gehe ich hoch, dreckig wie ich bin. Naja, wenn irgendjemand sagt, ich kampiere schon 12 Wochen im Busch. Bis später. Ja, und wenn jemand fragt, die Tour ist nicht greenhorn-tauglich. Für einen blutigen Anfänger ist sie nichts. Oder ihr seid viele, die euch gegenseitig helft und klettern könnt. Ich war heute alleine, für mich war es beschissen. Nie wieder. Naja, wenigstens trocken und keine Kette. Uffala. Das da oben, das sind die Kletterfelsen August und Auguste. Aber wer ist, weiß ich nicht. Ich finde bloß die Namen recht süß. So. Ja, jetzt seht ihr mich in der ganzen Pracht und Freude. Hoffe ich. Auch meine Beine, wie es mich hingehauen hat. Naja. Also nochmal, wie gesagt. Lasst es sein, Alene. Das bringt es beim besten Willen nie. Und wenn ich heute heimkomme, ach oh Gott, besser ist, ich sag gar nicht. Wäsche vorsichtig gleich in die Waschmaschine schmeißen. Jedenfalls bin ich jetzt oben. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Brandstraße. Ja, hier soll es noch irgendwo ein paar Aussichtspunkte geben, die werde ich noch abklappern. Bis später. Oh, das ist nur die Brandstraße. Vor Cordula sind hier Kutschen gefahren, massenhaft Leute, hinter zur Brandbaude. Da gibt es ein gutes Essen, auch preiswert. Und heute nichts. Samstagmittag, Funkstille. Ja, von der Brandstraße hier aus, Schulzengrund, Füllhölzelweg, Raten. Ist ja eigentlich schon bekannt, geht hier runter. Könnte man jetzt gehen. Ist ein recht bequemer Abstieg, kommt man an der Waltersdorfer Mühle raus.
und misse dann das ganze Polenstahl durch. Ich gehe aber jetzt erstmal hinter Richtung Brand, Baude. Es waren nur gerade ein Haufen Leute, war erstaunt. Und ja gut, man hat mich bemitleidet, gefragt, ob ich Pflaster brauche. Ne, da hinten gibt es ein paar Aussichten, ich gehe aber dann ein Stück in die Brandstufen runter, ich will noch über den Frinsberg. Und da ist so eine Frinsberghöhle, die will ich mal zusehen, ob ich die finde. Und dann müsste ich im tiefen Grund wieder rauskommen. Bis später. Ja, dann gehen wir erstmal zur Aussicht und dort wird Pause gemacht. So, das ist also die Brandscheibe. Das wäre der Weg, wo ich erst gesagt hätte, als wir rechts abgebogen sind, kann man noch links gehen. Da sitzen noch Klapper um. Zumindest im unteren Teil. Und da kommt man zum Fuß dieser Scheibe. Und jetzt Aussicht vom Rand. Ja, wenn ich schon mal hier bin, das ist die Aussicht Haversäcke, dann genießen wir sie mal. Ja, und unterhalb dieser Kletterfelsen bin ich erst gerade lang marschiert, also hier gibt es noch im Gangsteig. Also die Straße ist gesperrt, da werde ich dann nicht mehr hochfahren, auf Suche zu gehen nach dem Einstieg. Wie ich erst schon gesagt habe, kurz hinter der Stromleitung, wenn man von unten kommt, linker Hand, muss man suchen, sieht man die Stahlklammern in der Wand. Die versteckten Dächer dort, da qualmt es auch ein bisschen, das ist Weizdorf. Jetzt habe ich hier auf den Haversäcken ein bisschen was gegessen. Ist eine schöne Bank hier, die Sonne scheint, ein bisschen trocknen lassen. Geguckt, was so alles bei mir jetzt kaputt gegangen ist, wenn ich hier drunter gerutscht bin, das hält sich in Grenzen. Ist auch vieles wahrscheinlich noch unterm Dreck, wir werden weitersehen. Ich gehe jetzt ein ganzes Stück die Brandstufen runter und werde mal unten sehen, da war ja dieser kleine Abzweig, wohin der Weg führt, wenn es überhaupt der Weg ist. Auf dem Frinsberg rüber. Da soll eine Höhle sein und dann gibt es hinten den Abstieg, an dem sind wir schon vorbeigekommen. Und dann müsste man wieder im tiefen Grund ankommen und dann am Parkplatz. Dann hätte sich schon die Runde geschlossen. Also wie gesagt, es ist eine Sonntagnachmittagswanderung für geübte Kletterer. Für mich ist es nichts mehr. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich die Stiege dort hoch bin. Bis später. So, das ist der Pfaffenstein. Links sieht man die Nadel, die Barberine. Jetzt macht sich der Boom wieder hier drin. Jetzt ist besser.
Also hier waren wir jetzt schon. Da bin ich heute schon hoch, bevor ich dann abgebogen bin. Ja, wenn ich jetzt hier wieder runtergehe, komme ich wieder im tiefen Grundweg an. Aber laut Navi gibt es hier einen Weg rein, einen Pfad. Das ist der Frinsbergsteig. Da kommt man wohl an einer Höhle vorbei, hoffe ich. Wir werden uns das mal angucken. Wir gehen mal ein Stück. Die Wegsuche auf dem Frinsberg hoch. Lustig. Nichts zu sehen im Laub, gar nichts. Beschilderung sowieso nie. Und ich laufe jetzt nach dem Navi. Ich hoffe, es geht einigermaßen genau. Ui, das könnte sowas wie ein Weg sein. Na dann, gucken wir mal. Sind ja gleich oben. Fragt mich nie, wo ich bin. Irgendwo auf dem Frinsberg. Das könnte ein Pfad sein. Könnte ein Wildwechsel sein. Puh. Weiter vorne war noch mal ein paar abgebrochene Äste als Zeichen. Ja, hier kommt jetzt irgendwie ein Abgrund. Erst mal gucken. Ja, da ich heute schon einmal abgerutscht bin, werde ich das so machen wie die anderen hier. Ich scheine richtig zu sein. Ich packe meine Lumpe ein und springe nicht und mache einen normalen Schritt. Ja, da scheint früher oft begangen worden zu sein, das offizieller Weg. Wir sind noch auf den Treppen drinne. Von da bin ich gerade gekommen. Ich lasse mich mal überraschen, wie es weitergeht. Ich habe es gefunden. Durch die Schlucht hier. Na gut. Ich weiß nach wie vor nicht, wo ich bin. Oder wie weit es noch ist, gar nichts. Gehen wir einfach. Dann werden wir weitersehen. Also der Weg ist teilweise so abschüssig. Bei Nässe ist auf jeden Fall mit Sie anzureden. Möchte ich nie gehen. Zumindest zumal ich heute alleine bin. Ja, keine Ahnung, ob das die Höhle ist. Dort sieht der Weg nach Schluss aus. Wir werden mal sehen. Ein Stückchen zurück und dann ging es, glaube ich, hier unten irgendwie. Los geht's. Nachdem ich mich hier dreimal verlaufen habe und einen Weg gesucht habe, habe ich einen Weg gefunden. Und der Weg endet an einer Stelle. Man sieht, dort geht's runter. Oder muss wahrscheinlich runter, da müsste man sich abseilen. Oder man kann sehr gut dort in diesem Riss klettern. Ich kann es nie. Ergo, hier ist der Weg. Kommando Retour. Wunderschön verlaufen. Also über den Frinsberg wieder zurück. Bis dort, wo ich abgebogen bin. Dann die Brandstufen bis vor zum Auto. Finito. Schnauzka Volka. Naja, und hier wieder hoch. Muss sein. So ein blöder Tag. Verloverei. Erst auf die Fresse fallen, dann verlofen. Naja.
So, wieder hier. Das Verlaufene wieder zurückgelaufen. Stunde eingebüßt. Okay, kann es nicht ändern. Jetzt gehe ich den normalen Weg zurück, wie ich wieder gekommen bin. Ja, ja. Diese scheiß Brandstufen. Die sind selbst rund dazu noch beschissen. Ja, liebe Gemeinde. Ich sitze immer noch hier und bin bret. Diese Verloferei auf dem Frinsbergsteig, was weiß ich. Keiner hat mich, also ich habe es echt nicht geahnt, dass man dort klettern muss. Vielleicht waren dort früher mal Klammern. Es waren ja eigentlich überall Stufen, dass das früher mal ein schöner begangbarer Weg ist. Ich weiß es nicht. Schlimm ist, man sieht unten 20 Meter tiefer, sieht man einen anderen Weg, kommt nie hin. Oder man kommt hin, aber dann nicht mehr weiter. Das muss ich nicht haben. Ich kann jetzt von hier unten schon die Straße sehen. Ich habe so die Schnauze voll, ich werde wahrscheinlich unten auf der Straße laufen, da geht es gerade bis zum Auto. Wir werden erst mal sehen. Erstmal weiter runter. Tschüss. So, naja. Jetzt bin ich hier unten an der Straße. Marschiere einfach weiter. Irgendwie bin ich hier zu stur. Dachte mir, naja, wollte die Straße laufen. Ist übrigens zugeparkt hier. Das fetzt. Oh. Naja, weiter geht's. Ich melde mich dann nochmal vom Auto. Aber ein Ende ist in Sicht und ich lebe noch. Ah ja, ich bin wieder unten. Summa summarum, der Tag, sagen wir mal das Positive, ich lebe noch. Bin wieder unten, das Negative, naja, auf die Fresse geflogen. Dort an der Kette verlaufen, zweimal. Das eine Mal schön auf dem Frinsbergsteig. Ja, ich wusste nie, und das hat mir keine Karte, und ich hatte mich vorher überlesen, dass man dort klettern muss. Jedenfalls stand ich auf einmal vor einer Steilwand, dann bin ich wieder zurück. Dann habe ich mich auf Zurückweg, habe ich nie aufs Navi geguckt, bin an der Aufstieg an einer kleinen Schlucht vorbeigelaufen, stand auf einmal wieder vor dem Abgrund. Ach herrje, aber naja. Zum Abschluss. Polenz, die fließt ja noch vorbei. Hier ist sie noch Polenz. Wenn der tiefe Grundbach da reinfließt, wird sie zum Lachsbach. Und dann geht's heimwärts. Trotzdem, für eine Gruppe mal, die da richtig trittsicher sind und ein bisschen klettern können, eine schöne Tour, für mich ist nicht mehr. Ich habe sie gemacht. Jetzt brauche ich erst mal 3 Tage, nee Quatsch, 3 Wochen fast, ehe meine Wunden alle geheilt sind. Na denn. So, jetzt ich nochmal. Wegen dem unteren Einstieg in die Speisekammerstiege. Ich hoffe, die Stromleitung da ist zu erkennen. Da muss man durch. Ich komme aber jetzt nicht weiter wegen der Baustelle. Wenn man von unten kommt, ein Merkmal, die Sense. An der Sense noch vorbei, unter den Stromleitungen durch und dann von hier aus gesehen links halten. Und da hört auch das Gemauerte am Bach auf. Was hier ist eigentlich dieses gemauerte Steilufer, dass man rüber kann.
So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Das war's jetzt. Tschüss.